Tom's Talk Time, Folge 692. Ein Bild, das ich immer wieder habe, wenn ich kurz davor bin, Entscheidungen zu treffen, ist ich. Dann sehe ich mich, wie ich in einem Schaukelstuhl sitze mit meinem vielleicht 80-jährigen Ich. Und ich habe so ein Buch in der Hand. Und das ist für mich so das Buch des Lebens. Und ich schreibe dann mit dem Stift rein. Manchmal schreibt auch das Leben für mich rein. Und dann überlege ich mir, wenn ich das später mal zurücklege, also dann zurückblättern werde, was möchte ich, was da drin steht in diesem Buch? Hätte, könnte, wäre oder ich habe es getan. Oh mein Gott, ich habe es getan. Und diese Geschichten möchte ich schreiben. Und diese schreibe ich heute. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulis. Hallo Podcast Nation. Ich begrüße dich wieder hier bei strahlendem Sonnenschein aus dem warmen Dubai und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Deutschland, genauer gesagt nach Frankfurt. Bei mir im Interview ist die Annabelle Whitney. Annabelle, schön, dass du dabei bist. Danke, Tom, wie schön hier zu sein. Yes, nicht ganz so sonnig. Stürmisch hier in Deutschland. Okay, na gut, das geht dann hoffentlich auch wieder vorbei und nach jedem Sturm kommt auch, glaube ich, wieder blauer Himmel und Sonnenschein. Ne? Dann hoffen wir, dass das ganz schnell kommt. Da freue ich mich drauf. Annabelle, du bist Künstlerin und zwar seit 25 Jahren stehst du auf der Bühne und zwar nicht nur einfach so, sondern mega erfolgreich. Yes. Du singst oder hast professionell gesungen, wie gesagt, 25 Jahre lang und du hast wirklich mit Künstlern, wirklich mit Weltstars zusammengearbeitet, wie Michael Jackson, Joe Cocker, also wirklich echt viele richtig, richtig große Namen, hast eine der erfolgreichsten Künstleragenturen betreut und dann kam im letzten Jahr, in 2020, diese kleine dezente Veränderung namens Corona in die Welt, die mal eben dein Künstlerdasein und die ganzen Aufträge so ein bisschen pulverisiert hat, aber du hast den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern dich einfach neu erfunden, bist von der totalen Offline-Frau zur Online-Frau geworden und hast innerhalb von 5 Wochen über 100.000 Euro online verdient. Und das ist mal eine mega geile Story und ich bin sehr gespannt, wie du das letztendlich wirklich alles gemacht hast. War das so als grober Überblick über dich richtig? Wow, wie du das jetzt so gesagt hast, ne? Großartig. Das ist, ich gucke ja nie zurück und wenn ich das dann mal so höre wieder, denke ich mir so, ja, eigentlich 25 Jahre Bühne und von offline zu online, ja, das sind schon große Sprünge, ne? Ja, hast du absolut recht, ja. Ja, und vor allen Dingen dann so erfolgreich. Ich meine, von offline zu online, da gibt's ja Tausende, die das machen oder es probiert haben, aber halt auch Tausende, die eben auch nicht nur annähernd so erfolgreich waren, wie du es jetzt bist. Ich hatte vor allem so gar keine Ahnung. Ne? Also wirklich, ich war nur in der Offline-Welt unterwegs und ich hatte diese eine Idee und wusste aber überhaupt nicht, wie man sowas umsetzt. Geschweige denn hatte ich eine gescheite Kamera, geschweige denn Mikrofon oder diese ganzen anderen Softwareprogramme, was man alles heute braucht. Ich möchte noch nicht sagen, dass ich heute der Wahnsinnsprofi drin bin, aber die Lernkurve war steil und jetzt weiß ich weitaus mehr als vorher. Okay, sehr schön. Annabelle, bevor wir jetzt tiefer in das Business einsteigen, vielleicht kurz ein paar Worte zu dir. Wer ist die Annabelle privat? Was macht dich so aus? Was für eine spannende Frage. Ich würde sagen, ich habe ein sehr, sehr großes Spektrum. Wer mich jetzt nur von der Bühne kennt, denkt, das ist ja nur die Riesenrampensau. Ne? Weil auf der Bühne, da kann ich mein gesamtes Spektrum, das laute Spektrum oder auch das leise natürlich auch ausleben, aber die sehr extrovertierte Seite. Und dann habe ich aber auch eine sehr, sehr introvertierte Seite, eine sehr normale, leise und feine Seite. Ich bin sehr, sehr zurückgezogen in der kleinen, großen Weltstadt Babenhausen mit 2 wundervollen Kindern, tollem Mann, Häuschen und Hund und wie man sich dazu vorstellt, ne? Okay. Also ganz, ganz klassisch so. Also ich bin ein Riesen und auch als Unternehmer, ich meine, das war immer wieder auch ein großer Wechsel für mich wenn ich zum Beispiel nachts einen Auftritt gehabt habe, dann zurück ins Unternehmen mit Mitarbeitern, dann auch da wieder die Tonalität wieder umzuschwenken. Also wahrscheinlich doch ein sehr, sehr kreativer und flexibler Mensch, ne? Mit vielen, vielen Interessen.
und vielen also Facetten. Flexibel mit Sicherheit, allein schon durch diesen Business-Schwenk, den du gemacht hast. Also. Ich glaube, das stimmt. Ja, das heißt, wie kann ich mir deine Vergangenheit vorstellen? Das heißt, du warst wirklich auf irgendwelchen Weltbühnen und hast mit Weltstars zusammen Liedchen geträllert oder wie war das so? Ja, also es ist wirklich Zeiten, in denen mein Kühlschrank komplett leer war. Ich weiß noch, wie mein Vater mal zu Besuch kam. Er wusste nicht, dass ich nicht zu Hause bin. Ich habe ihm gesagt, wo der Schlüssel ist. Und er hatte unfassbaren Hunger. Das hat er mir jahrelang vorgehalten, dass er gesagt hat, dann habe ich diesen Kühlschrank aufgemacht und da lag nur eine verfaulte Tomate drin. Mein Papa hat danach jahrelang immer Essen mitgebracht, wenn er zu mir kam. Er könnte ja verhungern, weil wir einfach nie zu Hause waren. Und das sind wirklich so Momente, ich habe, also das hat so einen Ausdruck auch bei mir geprägt, wo ich gesagt habe, wenn du viel reist und auch viel und schnell reist, dass die Seele manchmal Zeit braucht, um hinterherzukommen. Weil ich oft das Gefühl hatte, ich wusste dann zum Teil nicht nachts, okay, wie viel Uhr ist es, wo muss ich hin, wo bin ich überhaupt? Also wirklich den Klassiker, ne? Wer bin ich, warum und wie viele? Also es war wirklich sehr, sehr oft, weil wir uns zum Teil auch dann nochmal kurz dann nebenher hingelegt hatten. Also bin ich manchmal auch wirklich aufgewacht, ganz orientierungslos. Warte, Moment, habe ich jetzt einen Auftritt? Ah nee, es ist 3 Uhr nachts, der war schon hinter mir. Das morgen geht weiter. Also ganz, ganz verrückte, ganz, ganz verrückte Zeit. Okay, krass. Aber auch sehr, sehr lustig und auch sehr, sehr schön und spannend. Also es sind die Geschichten, die ich mein Leben lang nie vergessen werde. Was ist so ad hoc so die lustigste oder skurrilste Geschichte, die dir so spontan einfällt? Oh mein Gott, es gibt eine ganze Menge skurrile Geschichten. Eine Geschichte, die mir sofort einfällt, ist, ich war mit Masterboy, das ist so eine 90er-Jahre-Dance-Gruppe gewesen, waren wir in den Charts Nummer 1 in Russland. Und was ich nicht wusste, ich wusste das auch nicht, hat auch keiner für nötig gehalten, mir Bescheid zu sagen, nur wir fliegen jetzt nach Russland. Okay, alles klar, für eine Show, auch gut, okay. Mhm. Und sind wir vor 50.000 Leuten aufgetreten mit Nationalfernsehen und allem drum und dran. Und wir hatten Klamotten gestellt bekommen, von irgendjemand gesponsert. Und ich weiß noch, ich mache eine Bewegung und meine Hose platzt auf. Aber ich meine komplett. Solche Momente wahrscheinlich, die du nie vergessen wirst. Ne? Also es waren, Wie war die Reaktion? Meine, ich bin natürlich erstarrt, ne? Und bin sofort Richtung Wand hinter. Und der eine Sänger, der hat's gesehen, der Rapper, und hat mir schnell sein Shirt rübergeworfen. Habe ich mir schnell umgebunden und die Show weitergemacht. Ne? Geil. Also, das ist. Ja, Show can go on und darf weitergehen. Das ist schon auch unvergesslich für mich. Einer dieser Lerneffekte, die ich auch bekommen habe, warum ich auch heute weiß, wie wichtig es ist, wie Körperhaltung wichtig ist, wie auch, wie soll ich das sagen, singen. All das so wahnsinnig wichtig ist. Da hatte ich mich von meinem damaligen Freund getrennt und ich habe die gesamte Fahrt bis zu dem Auftritt habe ich durchgeheult. Also ich habe nur geheult. Und dann kam dieser Moment, okay, ich bin jetzt bald dran. Ich habe gehofft, mein Make-up wird irgendwie halten, ne? Und ich werde es irgendwie schaffen, diesen blöden Auftritt. Man denkst du dir genau in solchen Momenten, bloß nicht auf die Bühne. Ich werde es nie vergessen, nach einer halben Stunde. Und das hat unfassbar viel mit Körperhaltung zu tun und natürlich auch der Kraft des Singens und so weiter. Es hat sich dieser schwere Vorhang gehoben und auf einmal war ich wieder okay. Hat es immer noch wehgetan, dass wir uns getrennt haben? Ja, aber es war kein Weltuntergang mehr. Auf einmal habe ich Mut, Hoffnung, all das wieder gefunden. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr mächtige Geschichte, auch für einen selbst. Krass, ja, das ist die Magie von Musik oder von Kunst, was die alles bewirken kann. Das ist wirklich krass, wenn man sich einmal drauf einlässt, auf diesen Prozess. Ja, definitiv. Und wie kamst du dann von selber Künstler sein zu der Künstleragentur, die ja auch mega erfolgreich gewesen ist? Du, das war, also zuerst mal ist mir aufgefallen, meine grauen Gehirnzellen waren einfach nicht ausgelastet. Es war zwar super schön, das Leben, haben wir eigentlich nur davon gelebt, da klingelt das Telefon und dann müssen wir da und da hin und hoffen, halbwegs pünktlich zu sein und dann auszuschlafen und dann irgendwann zu warten, bis der nächste Auftritt kommt.
Das war auch eine Zeit lang ganz cool, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, meine grauen Gehirnzellen wollen einfach mehr. Da ist mehr und das ist, mein Potenzial ist nicht ausgeschöpft. Und dann kam dazu, dass wir so gut eben gebucht waren schon damals, vor 25 Jahren, 22, 23, nee, die Agentur ist jetzt, ich möchte nicht lügen, 1999 gegründet. Ja, also vor 22 Jahren, dass wir so viel gebucht wurden, dass wir ständig gefragt wurden, wenn ihr nicht könnt, könnt ihr jemanden empfehlen, wen gäbe es denn da, was können wir denn da machen? Und dann habe ich gedacht, nee, ich gebe das nicht mehr so einfach weiter. Wir machen jetzt eine Agentur. Und dann das Witzige ist, der Name ist All Entertainment, ne? Damalige Zeit. Jetzt Achtung, totaler Flashback zu damals, von vor 22 Jahren. Da gab es noch Telefonbücher. Und da habe ich mir gedacht, welchen Namen nehmen wir? Wir haben wirklich überlegt und überlegt und überlegt. Und dann kam mir der Gedanke, es muss mit A anfangen. Rate mal, warum, Tom? Damit man natürlich oben steht auf der ersten Seite. Ganz genau, und zwar ganz oben. Würde heute kein Mensch mehr drüber nachdenken. Da muss ich manchmal echt sehr, sehr drüber lachen, ne? Wie die Namensfindung zustande kam. Ja. Ja, ich meine, das ist der gleiche Grund, warum man einen Bleistift bei hatte beim Kassettenrekorder, ne? Das ist immer ein Bleistift in der Nähe. Weiß ich nie. Oh nein, Flashback, Tom, bitte. Natürlich. Die sorgfältig aufgenommene Musik, ne? So vom Radio, wo du gehofft hast, dass der Radiosprecher nicht reinquatscht, ne? Ja, genau. Oh, ich habe sie gehasst, die wirklich dann so 10 Sekunden vor Ende dann schon wieder anfingen von wegen, ja, und wie war das geil und hurra und toll. Und also, boah, könnt ihr nicht mal diesen Scheiß zu Ende spielen? Dann hast du wirklich über Tage lang endlich dein Mixtape zusammen gehabt, spielst es rauf und runter und dann verheddert sich das Scheißding. Oh Gott, yes. Danke für den Erinnerungsflash, Tom. Danke. Oh Mann. Ey, sind wir schon so alt? Allein das outet uns schon. Schon, oder? Ja, schon. Ja. Wobei, ich möchte keinen Tag missen. Also das war genau die perfekte Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Also das war alles, war gut, so wie es ist. Also. 100%. Ja. Nur Kassetten, das weiß die heutige Generation. Oh Gott, jetzt höre ich auf. So waren wir beim Telefonbuch. Genau, also das war aber wirklich der Grund. Also das war der Grundstein, den wir gelegt haben. Und auch hier so oft, und das ist ja etwas, was ich immer und immer wieder merke, dass viele sich immer nicht trauen, etwas zu machen, weil es ja das Umfeld nicht toll finden würde. Mhm. Und wenn ich auch weiß, dass meine Eltern komplettes Akademikerkind und die möchte jetzt Sängerin werden, ne? Das war also natürlich eine Vollkatastrophe für meine Eltern. Ja. Und dann hat das auch noch funktioniert. Und wie furchtbar war das denn? Also war der schlechte Weg der Tochter ja schon vorprogrammiert. Aber dann ging es ja weiter. Dann kam ja der Gedanke der Agentur. Und dann auf einmal waren andere Menschen total dagegen. Nämlich all die Agenturen, mit denen wir zusammengearbeitet hatten. Also es war nicht so, juhu, und dann macht's jetzt mal eine Agentur auf. Auf einmal hatten wir wieder einen ganzen Haufen Leute, die dagegen waren, ne? Die mir gesagt haben, dann arbeiten wir nicht mehr mit dir zusammen. Und und so geht das immer, immer und immer wieder weiter. Also ich habe sehr, sehr oft wieder neue Wege gefunden, mich selbst erfunden, neue Dinge aufgemacht. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal gab es Menschen, die dagegen waren. Und zwar auch vehement dagegen waren und auch richtig dagegen gekämpft haben. Hast du eine Idee, warum die dagegen gekämpft haben? Ja gut, meine Eltern, klar. Also das kann ja nicht, unser Kind muss was Gescheites machen. Ich sage bis heute noch, ich bin die Einzige, ich komme aus einer Medizinerfamilie, und sage meinen Brüdern auch immer, ich habe 3 Brüder und ich bin die Einzige, was Gescheites gemacht hat. Witzig, heute lachen sie drüber und sagen, du hast recht. Das haben sie früher nicht so gesehen. Ja, und klar, natürlich mit der Agentur, klar, das hat die Agentur natürlich geängstigt. Auf einmal komme ich da an und mache einen auf Konkurrenz. Ja. Was ich nie so gesehen habe, weil ich einen sehr, sehr loyalen Charakter habe. Und es hat sich dann auf Dauer auch durchgesetzt. Aber der Anfang war schon doof, ne? Also es hat auch weniger Aufträge, viel, viel Ärger und auch sehr, sehr viel auch Sorgen, dass das vielleicht die falsche Entscheidung gewesen sein könnte. Natürlich. Das ist ja das Gemeine am Leben. Man versteht es immer nur rückwärts und man lebt es aber vorwärts. Das heißt, die Entscheidung, die ich heute treffe, weiß ich ja nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Und je nachdem, wie schwerwiegend Entscheidungen sind oder was die schwerwiegende Folgen für mich haben, desto härter ist das natürlich, so eine Entscheidung zu treffen. Absolut. Absolut richtig.
bei den Agenturen ist klar, die haben Angst gehabt, dass du im Endeffekt eine Konkurrenz bildest, was aus der Agentursicht ja zu verstehen ist. Mhm. Aber du hast gerade das Schöne gesagt von wegen, du bist sehr loyal und dass das letztendlich den Erfolg ausgemacht hat. Ja, definitiv. Ist das Thema Loyalität in der Künstlerbranche nicht so groß geschrieben oder ist das was, was doch schon eher vorhanden ist? Nein, überhaupt nicht. Und tatsächlich, also da gibt es auch Parallelen zu meiner heutigen Welt, um diesen Kreis zu schließen, weil ich mich ja dann nochmal neu erfunden habe. Und zwar, als ich gesagt habe, ich möchte in den Speaker-Bereich mich da, da weiter, oder wie sagt man da, neues Feld aufmachen. Also A, da war wieder mein Umfeld und fand das ganz, ganz schrecklich. Nur mein Mann war der Einzige, der gesagt hat, ja, mach, ich unterstütze dich, ich bin bei dir. Aber auch Musikerumfeld, meine besten Freunde zum Teil, also Annabelle und Katastrophe und wie kannst du nur und was soll das jetzt und so weiter. Also sehr, sehr starke Anfeindung damals auch gehabt. Und interessant war aber, dass damals, genauso wie auch heute, dieses Ding von das Umfeld hat mir nicht gefallen. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem mal. Also damals in der Musikerbranche war das schon auch so nicht ganz so seriös, sagen wir es mal so. Und was ich gemacht habe mit meiner Agentur, ich habe einen neuen Standard gesetzt. Übrigens auch, denke ich, einer der Erfolgsfaktoren auch dabei. Und zwar zu schauen, Wertschätzung, Loyalität, auch Pünktlichkeit mit der Bezahlung. Künstler waren es nicht gewohnt, dass egal was passiert, sie werden immer pünktlich bezahlen. Verlässlichkeit, ne? Also auch Verlässlichkeit meinen Kunden gegenüber, Verlässlichkeit meinen Künstlern gegenüber, Wertschätzung, Respekt und zu schauen, dass wie können wir euch helfen, dass es euch gut geht. Und das war in dieser Form schon sehr, sehr neu. Verlässlichkeit sowohl von Agenturseite für die Künstler wie auch für die Kunden. Und ähnlich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, auch in der Speakerbranche, als ich reingeschnuppert habe, habe ich gleich zu Anfang an ein paar Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so, wo ich gesagt habe, oh nee, das riecht zum Teil ein bisschen unseriös, ne? Schlecht, also da wirklich einfach da das zwei, dreimal in so ein Fettnäpfchen getreten, die falschen Menschen kennengelernt und da war das mein Mann, der gesagt hat, aber guck doch mal, weil ich habe gesagt, nee, komm, das habe ich mir anders vorgestellt, ich lass das lieber und der sagte, nee, warum? Du hast doch damals genau das Gleiche gemacht, ne? Eine eigene Plattform geschaffen, dann deine Werte gelebt und das hat sich durchgesetzt. Warum möchtest du jetzt aufgeben? So im Endeffekt absolut das Gleiche. Okay, cool. Also erstmal an der Stelle eine absolute Anerkennung für deinen Mann. Also genau so muss es in der Beziehung sein, dass man seinen Partner einfach unterstützt. Aber auch das ist leider ja keine Selbstverständlichkeit. Von daher hast du den richtigen Kerl geschnappt. Also da gratuliere. Dazu. Du hast gesagt, dass du bei den Anfangszeiten in der Speaker-Szene auch so ein paar, ja, so ein bisschen so Bauchschmerzen hattest, so ein bisschen ein paar unseriöse oder Dinge, die unseriös erschienen. Was waren denn so? Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wo du gesagt hast, Mensch, ist jetzt gerade komisch? Also tatsächlich, ich will gar keinen Namen oder Sonstiges nennen, das wäre jetzt eine Katastrophe, würde ich niemals machen, aber zum Teil, also ich habe tatsächlich erlebt, richtige Betrugssachen, ne, die ich eigentlich, also die zur Anzeige gekommen sind und so. Also richtiger, also ganz klarer Betrug, der in meiner kleinen, und weißt du, da war ich schon über 25 Jahre in meiner rosa eigenen Künstlerbubble, in der alles super war. Und da hatte ich mit sowas, und man denkt ja so Künstler-Dasein und Sex, Drugs, Rock'n'Roll, aber bei uns war alles, also gerade mit den Menschen zusammengearbeitet, mit denen wir zusammenarbeiten wollten und alles mit Freunden, also sowohl Kunden wie auch Künstler, es waren alles, die wir getroffen haben, immer alles Freunde gewesen. Und da war ich nicht darauf vorbereitet, dass da draußen in einem anderen Bereich doch tatsächlich ein anderer Wind weht. Ganz ehrlich. Also das war in der doch eine ganz andere Geschichte gewesen. Und da erstmal durchzusteigen und zu sagen, hoppla, Vorsicht,
Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und Vorsicht, da wird zum Teil auch echt betrogen, wie in allen anderen Branchen ja auch. Ja, aber auf der einen Seite ist das ja gut, wenn das gleich die ersten eine der ersten Erfahrungen ist, weil ja, dann ist man vielleicht am Anfang sowieso noch ein bisschen skeptischer und ein bisschen wachsamer, als wenn irgendwie das über Monate oder Jahre glatt läuft und man dann voller Vertrauen in so einen Betrug reinrennt. Hast du absolut recht. Also da habe ich auch gemerkt, habe aber einen sehr, sehr schnellen Sprung ganz nach oben gemacht. Und dann habe ich auch dieses Feld echt hinter mir gelassen. Also das war nur mal kurz reingeschnuppert, wirklich Angst gehabt, so, oh Gott, wenn die da alle so sind, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann. Ja. Aber so war es dann auch nicht. Ne? Dann kam auf der doch wirklich professionellen Ebene habe ich dann wirklich nur, also wirklich großartige Menschen kennenlernen dürfen. Ja, also ich glaube auch, dass es in jeder Branche gibt es natürlich schwarze Schafe, aber ich habe auch so ein positives Menschenverständnis, dass ich einfach sage, ja, die schwarzen Schafe gibt's, aber die sind einfach in der absoluten Minderheit. Man muss halt einfach wachsam sein und gucken, dass man da keinem auf den Leim geht. Ja. Ich habe gleich 3-4 schwarze Schafe um mich rum gehabt und kein weißes gesehen. Und dann dachte ich mir so, boah, was ist das denn? Na gut, das ist natürlich hart. Das verstehe ich. Ja, aber durchgesetzt. Okay. Also von daher, alles gut. Und das gehört ja auch mit so anfangs, egal in welchem Bereich, immer zu denken, so, juhu, jetzt gehe ich meinen neuen Weg. Jetzt wird alles supi, jetzt weiß ich, wofür ich brenne. Das ist ja nicht die Realität. Du wirst ja, ob das nun das gewesen ist oder auch bei der Künstlergeschichte, ne, wo uns erstmal Kunden weggebrochen sind. Nur weil du dich jetzt für deinen Weg entscheidest, und das wirst du bestimmt auch kennen, Tom, heißt es nicht, dass dann alles super gerade immer bergauf geht. Gerade am Anfang sind die größten Hürden immer wieder aus dem Weg zu räumen. Genau. Am Anfang und dann in dem Moment, wenn man meint, jetzt läuft alles und man ist unsterblich, dann kommt einer um die Ecke, der ihm so ein kleines Blatt zwischen die Schultern legt und sagt, nee, an der Stelle bist du immer noch verletzlich. Du hast auch, wer war das? Mit dem? Siegfried. Da, guck mal, Hammer, da bin ich drauf gekommen. So ging es mir letztes Jahr. Ich hatte mit meinem Team einen Kickoff, wie jedes Jahr. Wir haben zweimal Kickoffs mit der Firma immer. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir zweimal im Jahr Kickoff-Veranstaltungen haben, nochmal unsere kompletten Zeiger auf Null drehen und nochmal schauen, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin. Und im Januar habe ich gesagt, wie großartig ist das denn? Wir hatten noch nie so viele bestätigte Verträge und Aufträge wie Anfang 2020. Gesagt, dieses Jahr, und das ist ein Satz, den werde ich nie wieder sagen, Tom, nie wieder. Ich habe den Satz gesagt, über den ich heute noch lachen muss. Dieses Jahr kann uns nichts mehr passieren. Alles, was noch on top kommt, ist für uns großartig. Und dann kam on top Corona, oder? Oh mein Gott, ja. Hat die Welt mal komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Was ist mit deinem Business dann passiert? Es war natürlich die ersten, also ich denke, es gibt ja so gewisse Themen, da weiß jeder, was er in den ersten Wochen gemacht hat. Ne? Also ich denke, das ist auch etwas, du kannst jeden Unternehmer fragen, glaube ich. Der wird wissen, was als Corona so richtig in Deutschland angekommen ist. Und wir sind ja ein deutsches Unternehmen, auch wenn wir sehr, sehr international arbeiten. Mhm. Aber als das angekommen ist, so richtig angekommen ist, ich denke, da das wird keiner mehr im Leben vergessen. Und ich weiß noch, wie ich sehr, sehr schnell kapiert habe, was passieren wird. Habe mit meinem Steuerberater gleich gesprochen über Kurzarbeit, weil ich weiß, wir sind immer das Sahnehäubchen. Und das Sahnehäubchen lässt du weg, wenn es nicht geht. Wir sind kein Must-Have. Wir sind immer nur also als Entertainment bist du immer nur nice to have. Ja. Und da war mir ganz klar, in welche Richtung das gehen wird. Konnte nur in eine Richtung gehen. Ich habe meine Mitarbeiter darauf vorbereitet und gesagt, hör zu, es ist alles gut. Ich habe für Krisensituationen vorgesorgt. Keiner muss sich Sorgen um seinen Job machen. Aber wenn jetzt die Telefone klingeln, also auch da musst du dich emotional darauf vorbereiten, dass du eine Absage nach der anderen bekommst. So haben wir innerhalb von einer Woche 1,5 Millionen Euro einfach schon mal verloren und dann ging es weiter bergab. Aber die ersten 1,5 Millionen waren die schmerzhaftesten. Ja. Ja, das ist harter Tobak, was man dann da mal eben kriegt. Gerade so dieses
vorher mega euphorisch von wegen, juhu, was kostet die Welt und wir sind unsterblich. Und wie gesagt, dann... Ja. Und auf einmal war nichts mehr. Ja. Und war wirklich die komplette Existenz auf einfach in die Waagschale geworfen. Auf einmal wurde alles neu gemischt. Auf der anderen Seite, wenn ich eins gelernt habe, es ist einer meiner größten Affirmationen, die mir in all den Jahren am meisten im Unternehmertum geholfen hat und im privaten Leben auch. Es ist also wirklich eine meiner stärksten Affirmationen, die bei mir in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und das ist, egal was passiert, ich kann damit umgehen und werde eine Lösung finden. Ja, und das ist etwas, was in diesem Moment, ich wusste zwar noch nicht, was es für eine Lösung gibt, aber ich wusste, ich kann damit umgehen. Und ich werde eine Lösung finden, und zwar auch für meine Mitarbeiter und für alle drumherum auch. Ja. Und das war dann doch sehr, sehr spannend auch. Ich habe dann alles in die Wege geleitet, Kurzarbeit und alles drum und dran, dass die Welt sich für die wenigstens nicht katastrophal weitergedreht hat. Mhm. Das ist schön. Also das ist auch gut zu hören. Und das zeigt auch wieder, dass es im Unternehmertum nicht einfach darum geht, nur Geld mit Schubkarren nach Hause zu fahren, sondern dass es da auch um eine soziale Verantwortung geht, eben der Mitarbeiter, die man aufgebaut hat, die einen ja unterstützen und die einem diese Träume ermöglichen. Ganz genau. Dass man da beim Umkehrschluss dann auch zu schlechten Zeiten auch deren Rücken stärkt. Füreinander da ist, genau. So wie sie für mich da sind, bin ich natürlich auch für sie da. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, top. Aber da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem Thema Loyalität, was du die ganze Zeit gesagt hast, was schon zu deinen Anfangszeiten als Künstlerin war, was dann später mit der Künstleragentur war. Dieses Thema Loyalität ist für dich ja wirklich einer deiner Kernwerte, die du auch wirklich lebst. Und das finde ich total schön, das so rauszuhören. Ja, absolut, definitiv. Gibt auch nichts, womit du mich mehr ärgern kannst, ne? Das nicht. Also klar, das ist ja so mit den Werten, ne? Warum nerven uns die ein oder andere Menschen zu Tode? Ne? Für den einen ist zu spät kommen eine Katastrophe, für den anderen, den stört das nicht. Warum? Weil wenn es gegen deine Werte geht und einer deine Kernwerte, dann stört es dich am meisten, ist ja klar. Ja, klar, natürlich. Ja. Okay. Gut, und dann hast du dir gesagt, als dann alles zusammengebrochen ist, okay, jetzt brauche ich irgendwie einen neuen Plan und hast du mal eben kurz rumgegrübelt und gedacht, okay, alles klar, ich kenne mich mit online überhaupt nicht aus, also werde ich jetzt Online-Unternehmerin. Oder wie kam das dazu? Ja, ganz genau. Also erstmal, nachdem die Firma in trockenen Tüchern war, gesagt habe, okay, ihr Lieben, erwartet nicht viel von mir, ihr seid jetzt alle aufgehoben, wir sind jetzt erst beim Dornröschenschlaf, bis sich die Welt da draußen wieder öffnet, bis uns wieder irgendein Prinz wach küsst, lassen wir das jetzt mal. Und ich bin für euch da, aber jetzt geht's darum, und ganz ehrlich, ich weiß noch, als das erledigt war, habe ich so ein Kribbeln gefühlt. Ein Kribbeln, das ich immer dann habe, wenn was Neues passieren darf. Da habe ich mich hingesetzt und mich gefreut. Und hier gibt's eine Geschichte, die mir sofort damals in den Kopf gekommen ist. Letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du, ich meine, du bist ja so viel unterwegs, in den letzten Jahren mitbekommen hast, wie die Ehrlich-Brüder, kennst du die Ehrlich-Brothers, die Jungs, diese Zauberer? Ja, doch. Kommt da was? Und das sind ja richtig große Stars geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und wir haben schon vor Jahren ganz, ganz viel mit denen auch gemacht, haben uns sehr oft auf den gleichen Veranstaltungen wiedergefunden und haben dann in den letzten Jahren auch sehr viel Fernsehproduktionen und waren halt einfach immer sehr viel miteinander gemacht. Wir haben Vereine für eine RTL-Show geprobt. Und da habe ich die zwei gefragt, sag mal, wie ist es eigentlich gekommen, dass ihr von reine Dienstleister, Zauberer, auf einmal zu Superstars wurdet? Und da haben die gelacht und haben gesagt, weißt du noch, Annabel, damals 2008 Finanzkrise. Wusste ich natürlich sofort, habe ich ja als Unternehmerin auch erlebt. Mhm. Und da haben sie gesagt, ja, da haben wir gemerkt, klar, wir mit unserem hochpreisigen Produkt, wir kommen da nicht weiter. Und dann haben wir geschaut, was machen wir jetzt? Wo liegt unsere Chance in der Krise? Und dann sind wir in den B2C-Bereich rein. Ne? Also wir rein in den Bereich und haben angefangen, sondern öffentliche Auftritte zu geben. Mhm. Das heißt, sie haben die Krise als Chance genutzt. Und dann habe ich sofort damals an mich selbst zurückgedacht. Ich war 2008 unfassbar stolz darauf, dass ich mit meinem Konzept überlebt habe. Ja? Ich habe damals alles runtergefahren, dass ich gemerkt habe, die hochpreisigen Sachen funktionieren nicht mehr. Alles in den kleinpreisigen Bereich.
ich habe hunderte von DJs verkauft, Clients, alles auch, die, also wirklich alles nur, damit ich keine Mitarbeiter entlassen muss und damit die Maschinerie auch weiterläuft und dass meine Künstler versorgt sind. Ja? So bin ich mit der Künstler, mit dieser Krise 2008 umgegangen und dachte damals, großartig, habe ich super gut gelöst. Dann kommen die Ehrlich-Brüder und machen aus einer absolut schlimmen Krise eine riesen fette Chance. Habe ich mir gemerkt. Zwei Jahre später, nach diesem Gespräch, haben wir jetzt eine Krise. Und dann dachte ich mir so, Annabelle, wo liegt deine Chance? Machst du jetzt auf klein, klein, sicher, sicher? Oder schaust du, worauf hast du jetzt wirklich Bock? Worauf brennst du? Wofür brennst du? Und was wolltest du schon die ganze Zeit machen, aber konntest es nicht wegen fehlender Kapazität? Das, den ganzen Speaker-Bereich habe ich ja neben Mutter von zwei Kindern, damals zwei Firmen. Wir haben 2019 eine GmbH in die andere eingegliedert, plus noch als Sängerin ständig unterwegs. Ich meine, das habe ich alles nebenher gemacht. Und auf einmal ist der gesamte andere Bereich war weg und so viel Freiheit und Zeit hatte ich Jahrzehnte nicht mehr. Und das war eine Riesenchance. Das war großartig. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Die Weltkrise ist, also was jetzt passiert ist, ist eine Weltkatastrophe. Humanitäre Weltkatastrophe. Ne? Für mich war es aber jetzt, also wirklich jetzt ganz subjektiv gesehen, die Chance, mal die Zeiger auf Null zu stellen und zu schauen, was will ich denn jetzt eigentlich? Ja, absolut. Also klar, die von den negativen Seiten von Corona, ich meine, da müssen wir nicht drüber diskutieren, das kriegen wir tagtäglich überall mit. Aber was man halt gar nicht oder extrem selten mitbekommt, sind, so hart sich das jetzt anhört, aber auch viele positive Dinge, die durch Corona einfach passiert sind, durch diesen die Geschwindigkeit mal runterdrehen, die Welt mal kurz anzuhalten, um mal wieder zur Ruhe kommen zu lassen. Egal, ob wir es in Richtung Digitalisierungen gehen. Ich meine, wie viele Firmen haben jetzt verstanden, also gerade von diesen alten, konservativen Firmen, dass es sowas wie Homeoffice gibt und dass das ja sogar, ach Wunder, sogar funktionieren kann. Ich war ja eine von diesen alten Firmen. Gut, war jetzt nicht persönlich gemeint. Nein, du hast ja 100% recht, ne? Also du hast ja 100% recht und das ist genau richtig. Und auch das hat alles verändert. Meine Mitarbeiter sind alle im Homeoffice und oder die eine ist auf Weltreise gerade und arbeitet trotzdem von unterwegs weiter. Wundervoll. Ja, das war so das auf der einen Seite so ein bisschen lustig skurril, wo das dann mit Corona losging und alle anfingen von wegen mit Arbeiten, um Gottes Willen, wir müssen uns so, wir können ja nicht mehr im Büro alle sitzen, wir müssen so Mitarbeiter nach Hause schicken, wo ich mir so gedacht habe, über was regen Sie denn auf? Ich meine, so arbeite ich seit 6 oder 7 Jahren schon. Also ich habe gar kein Büro, ich arbeite nur von unterwegs, meine Mitarbeiter sind auf der Welt verteilt, von Asien bis Südamerika. Die größte Herausforderung ist immer nur eine Zeitzone zu finden, in der man sich dann trifft, die für alle Seiten einigermaßen funktioniert. Ja, klar. Also auf der anderen Seite fehlt auch der, also Familienanschluss. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei uns im kleinen Bereich oder wir haben das schon sehr, sehr genossen miteinander. Wir hatten den Döner Donnerstag, wir hatten den Drinking Friday, wir haben, wir hatten schon so unsere kleinen, es war wie eine Familie auch gewesen. Und dieser Austausch fehlt, den kannst du auch über Zoom so natürlich nicht nachholen, das ist klar. Das stimmt. Also es hat alles Vor- und Nachteile, definitiv, aber es hat auch die Welt verändert und wird sich danach auch nachhaltig weiter verändern. Das glaube ich auch. Also es wird anders werden. Also ich glaube nicht, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich glaube auch nicht, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Es wird, glaube ich, ähnlich werden, wie es vorher war, aber schon einige Änderungen mit sich bringen. Und da geht es einfach darum, wie du gerade auch gesagt hast, aus dieser Krise für sich selber eine Chance machen, dass ich gucke, okay, was kann ich für mich daraus mitholen, um mein Leben und mein Umfeld einfach besser zu machen? Ja, ganz genau. Wunderbar, sehr schön. Genau, das heißt, du bist dann online gegangen. Und ich meine, jetzt ist das ja auch noch so ein Punkt. Du hast gesagt, du bist online gegangen. Du hattest eigentlich von nichts eine Ahnung, wenn man das mal so sagen kann. Und hast dann innerhalb von 5 Wochen 100.000 Euro gemacht. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wie? Ja, das ist tatsächlich,
Die 5 Wochen sind auch, wie soll ich das sagen? Also da habe ich auch Tag und Nacht echt durchgearbeitet. Ne? Also das, das definitiv war das jetzt keine entspannte 4 Stunden Woche oder so, ne? 5 Stunden Tage. Davon gehe ich aus. Ganz fest. Also von der Idee, wirklich dieser Idee. Und zwar war die Idee, ich habe natürlich überlegt, okay, Annabelle, worauf hast du Lust? Wo gibt's einen Mehrwert? Welchen Mehrwert kann ich selber bieten? Ne? Also auch mal da jetzt auch zu schauen. Wofür brenne ich und wofür kann ich maximalen Mehrwert bieten? Und mein maximaler Mehrwert besteht natürlich aus 25 Jahre Bühne. Bühne ist mein Wohnzimmer. Bühne ist, da schmeiße ich die Schuhe in die Ecke und gehe ab. Das ist mein Ding. Wenn ich Menschen etwas erzählen kann, dann ist es, wie sie Bühne können, ja? Und gerade im Speaking-Bereich merke ich ja immer wieder durch die, ich teile oft den Speaker ein in, also jetzt rede ich von denen, die es gerne werden wollen, in Minimis oder Frankensteins. Ja? Okay. Das ist nicht sehr nett, ich weiß. Minimis. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Minimis sind die, die sich ein großes Idol haben und versuchen zu kopieren. Und sich wundern, dass es nicht klappt. Mhm. Ja? Also nehmen die Schablonen an von großen erfolgreichen Speakern und merken dann aber oder versuchen dann damit selbst Fuß zu fassen. Und die Frankensteins sind die, die sich ganz, ganz viele kostenlose YouTube-Videos anschauen und sich dann die Körpersprache, die Körperhaltung, die Themen, die Interaktionen und also die Körperteile, ne, sozusagen, die Teile der anderen zusammenbasteln und versuchen dann was Eigenes draus zu machen. Und denen fehlt immer die Seele. Okay. Ja, also beiden da ist nie das eigene drin. Bitte? Bei beiden oder nur den Frankensteins? Also bei den kleinen Minimis ist es natürlich so, dass sie nie ihr Eigen zeigen können, ne? Dass sie immer nur die kleine Kopie des Großen sind. Und die Frankensteins sind die ganz viele sind in einer Person. Ah, okay. Aber nicht. Na, siehst du das Bild? Also, und zu sagen, wie schaffe ich es denn? Ganz, ganz authentisch, weil nur wenn du auf der Bühne bist, nichts zu verteidigen, nichts zu beschützen hast, wenn du ganz transparent auf der Bühne bist, ne, wenn du da wirklich dann absolut dich mit allen Ecken und Kanten zeigen kannst, dann hast du eine Chance darauf, erfolgreich zu werden. Und anzuerkennen, dass Speaking eine Kunst ist, die du erlernen kannst. Und erlernen solltest und nicht durch das Gucken von vielen YouTube-Videos. Klar, zum Inspirieren gerne, aber nicht, wenn du dein eigenes Ding draus machen möchtest, wenn du es professionell machen möchtest. Gestik, Rhetorik, alles. Wie kann ich denn mein eigenes Ding draus machen? Worauf kommt es da an? Oh, man merkt, dass du, wie viele Interviews hast du schon hinter dir? 600? Ja, ein paar sowas, ja. Nein. Also großartige Fragen. Zuallererst einmal ist natürlich wichtig, wer bin ich? Eine der ersten Aufgaben, die die Menschen in meiner Ausbildung machen müssen, ist erstmal rauszufinden, wie möchte ich wahrgenommen werden? Wer bin ich und welche Werte habe ich? Damit sie die Menschen anziehen, die sie auch wirklich, die das hören wollen, was sie sagen. Ja, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich meine, so eine Rede aufzubauen, das ist wie ein kleines Kunstwerk. Du brauchst verschiedene Farben, du brauchst verschiedene Handwerkszeug. Das ist schon sehr verhältnismäßig komplex, aber auch großartig. Unfassbar schön und spannend. Aber das ist ja nur ein Pfeiler, wenn du daraus ein Business machen möchtest. Wenn du nur eine tolle Rede hast, dann bist du wie Rapunzel im Wald auf einem großen Turm, ne? Dann bist du da drin und lässt deine Haare wachsen und hängst die raus in der Hoffnung, dass der Prinz oder die Prinzessin vorbeikommt. Wird voraussichtlich nicht. Und wenn sie vorbeikommt, reicht das nicht, um daraus ein Business zu machen. Bedeutet, wie mache ich denn ein Business daraus? Das heißt, ich habe einen Businessplan. Hier kommt meine Unternehmerseite natürlich raus. Und das ist ja etwas, was ganz viele Speaker nicht haben. Die denken, wenn ich jetzt eine tolle Botschaft habe und das auf Instagram und auf Facebook hin und wieder poste, müsste das reichen, aber das tut's leider nicht. Wo ist die Business-Strategie? Auf welche Bühnen möchte ich? Da ist ganz, ganz viel Bewusstwerdungsprozess und Strategie dahinter. Und dann der dritte Pfeiler, ohne den geht's eben auch nicht, das ist, welche Personenmarke bin ich? Welches Branding bin ich? Ich bin das Vehikel, durch das meine Botschaft getragen wird.
Das mein Vehikel, ich bin das Vehikel und meine Botschaft wird zu den Menschen transportiert. Also wie soll das aussehen? Wie soll ich wahrgenommen werden? Und da machen auch wieder viele den Fehler, dass sie sich glatt schleifen lassen, so wie alle anderen auch. Ja. Aber so wirst du nicht gesehen. Ein Diamant scheint und strahlt, wenn Licht drauf fällt, wenn du Ecken und Kanten richtig herausschärfst, richtig schleifst und nicht eine glanzlose Murmel draus machst, eine Runde, die von der Bühne runterkullert. Mhm. Sehr schöne Metapher. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, angenommen, ich will jetzt Speaker werden und du sagst, Mensch, komm, Tom, wir schleifen jetzt hier und da ein bisschen rum, dass du jetzt ein paar schöne Ecken und Kanten hast und alles ist dann toll und schön. Mhm. Dann bin ich Speaker und halte meine Reden für, keine Ahnung, ein paar Wochen, Monate, ein, zwei Jahre. Und dann merke ich aber irgendwie, keine Ahnung, ich will eigentlich was ganz anderes machen. Mir gefallen meine Ecken und Kanten so nicht mehr. Der muss neu geschliffen werden. Kann ich das dann noch, ohne meine Persönlichkeit eigentlich zu zerstören, also dieses Branding, was ich ja vorher aufgebaut habe? Also natürlich kannst du das. Ich meine, wir wachsen ja ständig. Wenn du dein Branding nicht verändern dürftest, dann würdest du dir selbst aberkennen, dass du dich als Mensch weiterentwickelst. Und das wäre ja katastrophal. Also natürlich darfst du und darf dein Branding mit dir wachsen. Okay, ja gut, das leuchtet ein. Ja. Okay, dann ist da schon mal gleich eine Befürchtung natürlich weg. Nein. Aber klar, musst du erst einmal gucken, beste Beispiel, ne? Mein Kollege Christian Bischoff mit dem roten Stirnband, das wir bestimmt alle noch von früher kennen. Das hat ihn so unverwechselbar gemacht. Du konntest es mögen, lieben, furchtbar finden, was auch immer, aber es hat mit seiner Marke sich in den Kopf gebrannt. Braucht er heute das Stirnband noch? Nein, er hat es nicht mehr. Mhm. Ja, er hat ein komplettes Rebranding gemacht. Er ist rausgewachsen, er braucht es nicht mehr. Ja, das stimmt, das ist ein schönes Beispiel. Sehr krass. Annabelle, ich könnte wirklich noch Stunden jetzt mit dir über das Thema sprechen, aber die Zeit, die rennt so ein bisschen. Von daher würde ich jetzt ganz gerne mit dir in unsere Blitzlichtrunde rüberstarten. Gerne. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Okay. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmerin zu werden? Nichts. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Geh deinen Weg. Was ist deine größte unternehmerische Stärke? Weitsicht. Was ist deine größte unternehmerische Schwäche? Das ist ja schon mal gut, wenn man da überlegen muss. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also von daher. Okay, das muss ich in einem Satz beantworten. Zu oft arbeite ich noch im Unternehmen und nicht am Unternehmen. Okay. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Mit Bill Gates. Und zwar über seine Erfolge und Misserfolge und sein Leben. Welche Internet-Resource hätte für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Zoom! Nicht lachen! Lache ich gar nicht. Muss ich selber drüber lachen. Ohne die Plattform machen. Ich bin bierernst, okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin? Kannst du es empfehlen? Ich kann es empfehlen. Es ist 5 Dinge, die Sterbende bereuen von Bonnie Ware, um sich ganz klar zu machen, was ist wirklich wichtig im Leben. Wir rennen so oft den falschen Dingen hinterher, weil wir denken, es ist unfassbar wichtig. Versetz dich in die Lage, was du später vielleicht mal bereuen könntest. Großartiges Buch. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste davon, was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Haus am Meer. Das war spontan. Wo, an welchem Meer? Weißt du das schon? Oh, das ist mir eigentlich wurscht. Es soll warm sein. Grönland hat eine schöne Küste.
Ja, nee. Ich, also schon so Richtung Amerika, aber es muss es auch nicht sein. Also, aber da zieht es natürlich auch familiär dann schon auch hin. Mal gucken. Wird auf jeden Fall erfüllt, der Wunsch. Das weiß ich jetzt schon. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Also da drücke ich dir auf jeden Fall auch nochmal beide Daumen für, dass das in der richtigen Zeit und am richtigen Ort du dein Haus am Meer dann bekommen wirst. Ich werde dir ein Foto schicken. Oh ja, nur ein Foto? Ich dachte, wir... Nein, du, ich schicke dir erst das Foto und dann kommt ihr mich besuchen. Okay, gut. So lädt man sich selber ein. Yes! Die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre alten Ich mit auf dem Weg geben? Und warum genau diese Tipps? Okay. Das muss ja blitzschnell kommen, ne? Okay. Ja. Also eins definitiv, bilde dich zum Thema Geld weiter. Haben wir nicht in der Schule gelernt, habe ich nicht zu Hause gelernt. Habe ich erst sehr spät gelernt. Mhm. Lass Menschen los, die dir nicht gut tun. Und versuch's nicht, anderen recht zu machen. Du brauchst die Anerkennung der anderen nicht. Oh ja. Hinter allen drei Punkten muss ich einen ganz, ganz großen grünen Haken hintermachen oder ein Ausrufezeichen, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Wirklich drei sehr wichtige Punkte, die leider auch viel zu kurz kommen oder wo man versucht, zu lange festzuhalten in bestimmten Dingen. Das absolut, ja. Annabelle, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Du hast echt eine super inspirierende Story. Das ist ganz tolle Person. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Ein Bild, das mich immer und immer wieder, wie soll ich das sagen? Ein Bild, das ich immer wieder habe, wenn ich kurz davor bin, Entscheidungen zu treffen, ist ich, dann sehe ich mich, wie ich in einem Schaukelstuhl sitze mit meinem vielleicht 80-jährigen Ich und ich habe so ein Buch in der Hand und das ist für mich so das Buch des Lebens. Und ich schreibe dann mit dem Stift rein. Manchmal schreibt auch das Leben für mich rein. Und dann überlege ich mir, wenn ich das später mal zurücklege, also dann zurückblättern werde, was möchte ich, was da drinnen steht in diesem Buch? Hätte, könnte, wäre oder ich habe es getan. Oh mein Gott, ich habe es getan. Und diese Geschichten möchte ich schreiben. Und diese schreibe ich heute. Und das möchte ich mitgeben. Schreib dein eigenes Buch nicht nach hätte, wäre, könnte, sondern nach oh mein Gott, ich habe es wirklich getan. Mehr erfahren Amen. Könnt ihr über mich. Ja, Amen! Mehr erfahren könnt ihr über mich über annabellewhitney.de oder Instagram unter annabellewhitney. Große Überraschung. Facebook genauso. Und darf ich denn noch ein kleines Geschenk loswerden, sag mal, Tom? Aber sehr gerne. Ach, wie großartig. Weil wenn du jetzt merkst, du möchtest auf die Bühne und es brennt, diese Botschaft in dir brennt in dir oder du merkst einfach, du gehörst dahin und du hast keine Lust darauf, Mini-Me zu werden oder auch gar keine Lust, ein Frankenstein-Speaker zu werden und möchtest daraus ein Business machen. Ganz, ganz wichtig, dieser Business-Aspekt auch, weil wenn dich Menschen hören dürfen, deine Botschaft, dann doch bitte so viele wie möglich und dafür brauchst du Strategie. Dann möchte ich dir gerne ein Geschenk machen. Das ist tatsächlich eins, das ich so noch nie gemacht habe, aber Toms Podcast ist ja auch nicht irgendeiner, ne? Dankeschön. Ich möchte dir 20% schenken für meinen Kurs. Schau auf der Webseite nach, annabellewhitney.de, guck dich da um und ich gebe dir ein Zauberwort und das ist Tom Kaulis. Dann weiß ich sofort, du hast dir diesen großartigen Podcast bis zu Ende angehört mit dem Tom und dann können wir einfach mal drüber sprechen, ob das dein Weg ist und ob ich die Richtige bin, dir weiterzuhelfen. Und wenn wir beide das mit Ja beantworten, dann schenke ich dir 20% auf diesen Kurs. Das ist doch mal eine Aussage. Sag nochmal ganz kurz ein bisschen mehr zu dem Kurs. Was kommt da noch? Kannst du noch so zwei, drei Bullet Points, die du uns noch reinwerfen kannst? Also wir wollen weder Minimi noch Frankenstein, sondern unser eigenes Nein, Ding. Was noch? Wir wollen unser eigenes Ding. Also diese Ausbildung ist auf genau drei Pfeiler aufgebaut. Drei ganz, ganz wichtige Pfeiler. Der erste ist, wie gestalte ich meine ganz eigene Rede? Und zwar meine Persönlichkeit unterstreicht. Keine Schablonen. Der zweite Pfeiler ist das Branding, die Personenmarke. Wie mache ich mich in diesem Markt sichtbar? Wie werde ich überhaupt gesehen?
Was macht mich so anders als die anderen, dass ich sofort erkannt werde? Und der dritte Punkt ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus dem Speaking ein Business zu machen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und uns genau anzuschauen in kleinen Gruppen, was ist dein Weg, daraus ein Business zu machen? Ich liebe es, Menschen erfolgreich zu machen. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Kurs so unfassbar liebe. Sehr schön. Okay, das hört sich richtig, richtig cool an. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 692 oder eben den Namen Annabelle Whitney in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Natürlich verlinken wir auch den Kurs und Annabelles Website rein. Und wenn du dich wirklich angesprochen gefühlt hast und gemerkt hast, Mensch, da ist wirklich mehr, was noch in mir drinsteckt, was ich rausbringen will, wo ich eine Botschaft habe, die ich der Menschheit mitteilen möchte und einfach deine Bühne vielleicht gesucht hast. Ich glaube, ja, wie heißt es immer so schön? Lern von denen, die da sind, wo du hin willst. Und ich meine, die Annabelle hat mit ihrer Erfahrung, glaube ich, genau die richtigen Dinge, die sie verkörpert, die einen erfolgreichen Speaker dann ausmachen, wovon du extrem viel lernen kannst. Annabelle, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt und natürlich auf das Gläschen Wein an deinem Haus am Meer. Oh, da freue ich mich auch schon darauf. Tom, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview. Du warst ein ganz, ganz großartiger Interviewpartner. Wie großartig ist das denn? Jetzt weiß ich, warum die Menschen dich hier so sehr lieben. Ganz klar. Wundervoll. Jetzt hör mal auf. Nein, ist doch so. Muss doch mal gesagt werden. Dankeschön, Dankeschön. Alles klar, Annabelle, danke, dass du hier warst, ja? Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.